begrüßen Sie jetzt nun mit mir nochmals die Mannschaften. Als erste Mannschaft kommt der TSV Hagen. Der TSV Feier 04 Leverkusen. Gemacht.
und uns nicht zu arg in die Länge zu treiben. Nochmal herzliches Dankeschön wirklich an alle, die hier waren, Zuschauer, Fans. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt nachher einen guten Nachhauseweg. Nicht zu früh gehen. Es gibt für alle Mannschaften Preise und natürlich auch die entsprechende Siegerehrung mit der Honorierung. Vielen Dank. So, ich möchte jetzt nun das Wort übergeben an die Vizepräsidentin des Schwäbischen Turnbundes, Michaela Netzer-Beuth. Ja, liebe Sportler, euch gebührt mein Dank, mein Glückwunsch für ein tolles Wochenende. Ich war jetzt heute den ganzen Nachmittag da und habe tolle Spiele gesehen, hat mich wieder ein bisschen infiziert. Und mein Sieger, mein heimlicher Favorit, hat leider nicht gewonnen. Das ist aber egal, das macht nichts. Ich gönne es dem deutschen Meister, dass sie gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch, TSV Hagen. Trotz alledem, es war ein super tolles Endspiel. Ihr habt euch beide Mannschaften nicht geschenkt. Und ganz klar auch von mir, von der Seite vom Deutschen Turnerbund und vom Schwäbischen Turnerbund, herzlichen Dank an den Markus Löwe, in dich persönlich. Vielen Dank für die Ausrichtung. Natürlich wäre vieles ohne deine fleißigen Helfer gar nicht möglich, so eine Veranstaltung durchzuführen, an die DFBL. Und was ich ganz toll finde, dass die Meisterschaft ohne große Verletzungen vonstatten gegangen ist. Und ich denke, bei den Herren im Alter 35 plus darf ich das sagen, super klasse, ganz toll, dass da nichts größer passiert. Ich bin vorher von einem Spieler des NFV Quangen angesprochen worden und er hat mich gebeten, ihn noch nach vorne zu holen, unser Chris Löwe, und er möchte jetzt noch ein paar Worte an euch richten. Ich denke, ich mache es relativ kurz, aber wenn wir gerade bei den Danksagungen sind, ist mir ein sehr persönliches Anliegen, Markus mal zu danken für seine super. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was Markus alles leistet in den FV Quangen. Als Abteilungsleiter, Vereinsvorsitzender, trainiert Mannschaften und ich bin einfach. Ich bin stolz, mein Bruder zu sein. Habt ihr toll hingekriegt.
Das Frauenteam, unterstützt auch durch einige Männer in der Bewertung, hat jederzeit auch schwäbische Leckereien für unsere anderen Gäste hier in Deutschland, die nicht aus Schwaben kommen, angeboten. War toll. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat alles wunderbar geklappt. Und als Dank und zur Erinnerung und zur Anerkennung für die Ausrichtung dieser deutschen Meisterschaft darf ich dir stellvertretend für dein ganzes Team die Ehrengabe der Deutschen Faustballliga überreichen. Herzlichen Dank, Markus. Herzlichen Dank, NLV Feigen. Jetzt zu den Hauptakteuren dieses Wochenendes. Erstmal freue ich mich ganz besonders, dass alle Mannschaften noch zur Siegerehrung da sind, obwohl dort einige Abwandlungsgedanken im Spiele waren. Aber alle Mannschaften sind da, finde ich toll. Wir haben gesehen, dass auch bei den Jungsenioren noch tolle Leistungen geboten werden. Was die Männer hier vor uns an dem Wochenende geboten haben in Bezug auf Einsatzfreude, Kampfgeist, war schon ein Sonderapplaus wert. Darüber hinaus kam aber auch die sportliche Kameradschaft nicht zu kurz und vor allen Dingen die faire Spielerei. Dafür auch euch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Eine weitere Gruppe, die hier zwei Tage lang agiert hat, sind unsere Schiedsrichter. Ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit euch. Wenn auch der eine oder andere vielleicht mit einigen Entscheidungen nicht so ganz einverstanden war, so möchte ich dazu sagen, erstens sieht man das in kritischen Situationen vielleicht durchaus auch etwas durch die rosa-rote Vereinsbrille und zum Zweiten darf auch ein Schiedsrichter mal einen Fehler machen. Wobei ich sagen muss, ich habe kaum Fehler gesehen, ich war also sehr zufrieden mit unseren Männern in Gelb und ich denke, das könnt ihr und solltet ihr auch sein. Danke an unsere Schiedsrichter. Die Steffi, wo ist sie denn? Da oben ist sie, hat im Hintergrund sehr kompetent und sehr souverän die EDV beherrscht, nicht die EDV sie. Sie hat jederzeit rechtzeitig die Spielformulare ausgedruckt, sie hat die Urkunden gedruckt und sie hat die Netzwelt immer zeitnah und super top aktuell mit Informationen über die Ergebnisse hier in der Halle formiert. Danke, Steffi. Als letztes noch unseren Hallensprecher Ralf, der uns gestern durch die Begrüßung und heute durch den Tag begleitet hat. Herzlichen Dank auch dir, Ralf. Damit sollten wir jetzt aber dann doch endlich zur Siegerehrung kommen. Jetzt kommen wir zu den drei Erstplatzierten. Wie gerade erwähnt, 3-16, Spielplatz 3. Herzlichen Glückwunsch dem SSV Heidenheim. Thank you.
Sigi mit drei Umhängen, aber ich bin schon schneller.